Hallo, innerhalb der Mission 10. Da bin ich mal gespannt, denn wie gesagt, das ist eine reine Stadtkarte. Ich hoffe, die bleiben auch schön brav stehen. Es ist schade, dass ich unsere befreundeten Truppen nicht bewegen kann. Ich habe gedacht, dass ich hier unten vielleicht mit einem Platoon. Hier unten kann ich ja anscheinend Platoon auswählen, aber geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Vielleicht ganz am Ende für die allerletzte Mission, dass ich hier vielleicht freundliche Platoons bewegen kann. Ich weiß es nicht. So, dann bewegen wir uns langsam vor. Das wird ein Spaß werden, diese blöde Karte. Vor allem, wenn die Panzer nicht bravartig warten, bis ich alles gesäubert habe. Damals sowieso verloren. So, ich bin natürlich wieder der Scharfschütze. Oh nein, die Panzer starten. So ein Mist. Und da ist schon der erste Gegner. Das schaffe ich doch niemals. Ja, da mache ich wieder wie dieselbe Taktik, die ich bei einer ähnlichen Karte hatte, die so ablief, dass ich jetzt nur über diese Map hier quasi diese Mission bestehe oder versuche zu bestehen. Meine eigenen Leute schaffen es nicht, meine eigenen Truppen zu überholen. Das ist schlecht. Und diesmal sind auch keine freundlichen Soldaten mit dabei. Okay, da ist ein Panzer, ein feindlicher. Darum muss ich aber unser Panzer eigentlich kümmern. Macht er aber irgendwie nicht. Wieso schießt er nicht? Jetzt. Jetzt können ruhig wieder alle vor. Kann auch sein, dass die Panzer erst fahren, wenn ich mich in der Nähe befinde. Das heißt, wenn ich vielleicht hier außen lang gehe, da habe ich vielleicht eine Chance, dass die stehen bleiben. Alpha, bewegen. Na, er klebt ja förmlich am Panzer dran. Selbst ich komme hier nicht mal wirklich nach. Können ruhig noch einen Tick langsamer fahren, dann wäre es vielleicht auch alles machbar. Boah, die Panzer haben ja auch eine Trefferquote. Ja, um den Panzer müssen die sich kümmern. Was macht denn er? Ich hoffe nicht, dass die feindlichen Panzer einen Panzer von mir sogar abschießen können. Bin sicher, dass da drinnen einer hockt. So ein Raketenwerfer-Typ. Kann ich gefahrlos vor dem Panzer lang spazieren? Ist hier irgendeiner drinnen? Laut Karte ja. Bestimmt auch mit den Raketenwerfer. Ich muss mich gerade kurz kratzen. Aber sieht nicht so aus. Hier erkenne ich sogar ein Gesicht, ein Frauengesicht. Hier sind die Haare. Da ist das Gesicht. Okay. Dann haben wir Universitätsgelände gesichert und ich habe da noch nicht mal viel gemacht. Hoffentlich bleiben die Panzer jetzt auch da stehen. Ja, ich glaube, das wird nicht passieren.
Sieht eher aus wie eine. Das sieht eher aus wie die Kathedrale. Dabei habe ich jetzt die Mission bekommen, dass die Universität gesichert wurde, beziehungsweise die Missionsinfo. Solange wir vor dem Panzer sind, ist noch alles in Ordnung. Oh, wenn alles so wackelt, kann ich gar nicht richtig zielen. Ich habe Angst, dass hier in solchen Löchern dann irgendwann mal jemand drinne steht und mit einem Raketenwerfer auf uns feuert. Beziehungsweise auf die Panzer. Huch, hier stehe ich in der Treppe drinne. Sag bitte nicht, dass ich mich im Level drinne bin. Dann kann ich mich nochmal befreien. Ach, so weit darf ich auch nicht vorgehen, denn wenn feindlicher Panzer da steht, da sprengt uns hier eine. Ja, schön daneben. Ey, haut doch nicht hinter der Ecke ab. Solche Säcke. Lasst euch doch mal von mir abschießen. Ja, weg sind sie. Immer Angst, dass da einer mit dabei ist, der halt Raketenwerfer-Typ ist. Und da oben könnte auch einer drinne stehen. Oder hier so bei Treppen. Ich frage mich, wo sein Kumpel jetzt hingerannt ist. Ey, der Panzer schiebt mich. Hallo. Da ist er doch. Das hat den Panzer erwischt. Ich habe nicht mal gesehen, woher der Schuss kam. Ich werde eh gleich neu laden. Ich guck mal. Hä? Ort? Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Sollte jetzt gar nicht so spannend sein, weil es jetzt wirklich nur in Speichern und Laden enden wird. Vielleicht sogar der feindliche Panzer. Ich hoffe nicht. Da muss ich da. Auch noch die feindlichen Panzer vernichten. Ah, ich weiß jetzt. Alles klar, alles klar. Muss hier sehr schnell sein. Jetzt habe ich ihn vorhin nicht gesehen. Da oben hockt der. Ah, weil der Panzer mich auch nach vorne schiebt. Lass mich doch mal in Ruhe. Das ist der Blödi. Wieso schießen sie den hier nicht ab? Meine KI benimmt sich auch ein bisschen merkwürdig. Ich bin auch sicher, dass hier hinten gleich jemand kommen wird. Geht doch nicht hier umsonst, ist hier so nicht umsonst so eine Riesenöffnung. Alpha, go, go. Bravo auch. Ja, oder bleib einfach nur drum rumstehen. Macht sich auch gut. Da steht doch. Ach nee, das sind meine eigenen Leute. Oh, das war wieder fast gefährlich. Oh.
Jungs, haut da mal ab. Oh, die Panzer schieben sich gegenseitig an. Ja, fahrt mal weiter und macht hier den einen Panzer platt. Oh. Wäre schlecht, wenn die sich jetzt, wenn sie jetzt nicht weiterkommen. Das heißt jetzt den Vorteil, dass ich jetzt in Ruhe die Umgebung auskundschaften kann. Gleich fahren sie, wenn der Panzer auf sie feuert. Interessiert sie wenig? Kann ich vielleicht einen Panzer anschubsen? Ach Leute, warum nur? Ich lade mal neu. Also stellenweise ist schon buggy. Bin ja so sicher, dass das. Bin so sicher, dass auch in der letzten Mission Bug war, dass ich nicht den russischen Offizier gefangen nehmen konnte. So, was ist denn nun? Ja, fahrt schön ineinander, bis es gar nicht mehr vorwärts geht. Ja, jetzt sieht es doch besser aus als vorhin. Der wird wahrscheinlich schaffen, bis um die Ecke zu kommen. Geht doch. Beim fährt er in Straßen rein, ohne vorher seinen Turm zu drehen. Das war ja taktisch. Hallo? Panzer feindlich? Ja, verkeilt euch wieder ineinander. Na Leute, dann übernehme ich das halt. Was für ein Desaster. Hoffentlich kann ich das auch machen, nicht dass, bevor ich überhaupt zielen kann, schon um den Haufen geschossen werde. Ja, ich glaube, wenn ich hier durchschieße, treffe ich meinen eigenen Panzer. Das ist auch wiederum so eine Sache. Hihihi, ich hab's doch geahnt. Aber vielleicht schaffen die es jetzt. Also der bleibt da definitiv immer stehen. Vielleicht sind es auch meine Jungs, die im Weg sind, weswegen die sich dann verkeilen. Ich weiß es doch nicht. Wobei, die gehen doch brav zur Seite. Oh, jetzt diesmal fährt er los. Und jetzt schön. Er fährt genau dann los, wenn es am wenigsten passt. Komm, diesmal schaffst du doch die Kurve. Worauf wartest du? Oh mein Gott. Ja, das sieht gut aus. Diesmal schaffen sie es. Kann sein, dass das sogar schon brennt. Der brennt doch schon. Aber wir haben immer noch keinen Panzer verloren. Ja gut, von mir aus, dann bleibt jetzt hier stehen, dann mache ich jetzt den Rest. Wir haben jetzt eigentlich hier da oben, das müssen wir noch sichern. Wenn wir jetzt so stehen bleiben, wäre es sogar für mich ganz praktisch. So, ansonsten werden die wahrscheinlich hier lang fahren, da lang, dann hier hoch. Nee, komm, dann ist es ganz praktisch, dass die mal stehen. Ich hoffe nur, dass dann am Ende. Wieso bewegen die sich auch nicht? Was ist denn hier los? Hier ist alles total verbuggt hoch 10.
Mach's auch ansonsten im Alleingang, also. Alpha weigert sich. Gut, dann halt nicht. Warum weigert sich Alpha? Weil ich Alpha bin. Eieiei. Ich habe nur Probleme, wenn hier ziemlich viele Panzer dastehen. Boah, wie total buggy das ist. So, er hat aufgehört zu brennen. Ich könnte auch hier lang. Nee, mache ich nicht. Aha, ich will aufstehen, nicht den. Ach, stehe ja schon. Die Autos sehen lustig aus. Die Soldaten sehen grafisch immer noch relativ gut aus wie das Alter des Spiels, aber die ganze Umgebung passt da irgendwie nicht dazu. So. Geh einfach mal alleine vor. Bin mir sicher, dass hier der ganze Platz voll steht mit Soldaten, Wachen, Panzern. Ah, gut. Ich hab den Panzer noch nicht mal gesehen oder schießt schon auf mich. Oh. Nicht, dass ich jetzt die Panzerkolonne in Fahrt setze. Das wäre natürlich auch fatal. Während ich hier weit weg abgeschieden bin. So, wie knacke ich jetzt den Panzer, wenn er hier sofort losfeuert? Dass ich ihn überhaupt gesehen habe. Da. Wahrscheinlich soll dieser Panzer mich auch daran hindern, dass ich überhaupt hier diesen kurzen Weg lang gehen kann und eigentlich hier den langen nehmen soll. Ah, sieht doch gut aus. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Panzer, dass auch meine Munition ausreicht. Und solche Eingänge sind gefährlich, weil da vielleicht einer drin stehen könnte. Die Textur ist ein Traum von der Tür. Steht da bestimmt auch ein Panzer, das? Ja. Den machen wir auch noch. Bom, 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 da ist er. So, wechseln. Wir haben noch zwei Raketen. So, ich versuche mal auf eine Linie zu kommen. Also. Upsala. Ja, die Flugbahn ist, hat ziemlich einen großen Umkreis, die Flugbahn, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich muss ja wirklich weit. Okay, da schießt eh nicht auf uns, da ganz schön in aller Ruhe. Was habe ich denn jetzt getroffen? Den Boden? Gut, wenn das Spiel teilweise buggy ist, dann erlaube ich es mir auch, so oft laden zu dürfen, bis ich treffe. Es sind sogar zwei Panzer. Okay, wieder nicht getroffen. Vielleicht muss ich doch näher ran. Ich hoffe, das sind die letzten zwei Panzer, weil dann habe ich ein Problem. One piece of Russian scrap.
So, und ab jetzt dürfen hier noch normale Soldaten rumstehen. Oh, das hat sich sehr nach einem MG angehört von Panzer. Oh, da kommen jetzt viele auf uns zu. Weg, 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 weg. Das ist eine Aufgabe von unseren Scharfschützen. Was macht denn der? Also irgendwie, umso weiter wir im Spiel kommen, umso... Was ist denn jetzt los? Umso weiter wir im Spiel kommen, umso mehr Bugs tauchen auf. Was zum Teufel passiert hier gerade im Spiel? Oh, lass mich bitte nicht noch einen Panzer dastehen lassen. Weil dann weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Ja klar, wie soll das jetzt gehen? Da stehen übrigens zwei Typen. Ich habe noch nie Wachen gesehen, die einfach nur rauchen. Finde ich auch cool. Ja, jetzt ist Fantasie gefragt. Was haben wir denn alles im Inventar? Granatenwerfer? Vielleicht können wir den Granatenwerfer das Teil knacken. Das ist ja kein richtiger Panzer, das ist nur ein Schützenpanzer in dem Sinne. Was anderes bleibt ja auch gar nicht übrig. Da steht angeblich noch jemand. So, nochmal zurück. Wir haben nur noch Granatenwerfer. Ja, müssen wir die Mission nochmal neu starten, wenn das so verbuggt ist. Aber andererseits fand ich es auch cool, dass die Panzer hängen geblieben sind, weil ich in Ruhe mich um alles kümmern kann. Aber andererseits komme ich jetzt nicht weiter, weil ich nicht weiß, wie ich diesen Panzer da zerstören soll. Ist ja auch lustig, dass er mich nicht angreift. Also irgendwas ist gerade voll am Spiel. Okay, das bringt gar nichts. Oh Mann, hätte ich nur zwei Typen mit Raketenwerfer mitgenommen. Ja. Tut mir leid, aber muss ich neu starten. Oh Mann, aber wir wissen jetzt, dass hier um die Ecke irgendwo ein Gegner steht, den ich erwischen muss und der Rest geht ja fast von selber. Ja, Alpha kann ich auch schon mal komplett bis zum Ende hin langziehen, so. Ist das einer von mir, der hier liegt? Nein. Müssen wir erstmal den Panzer vernichten. Und jetzt können wir weitermachen. So.
steht doch keiner. Da laufen welche. Boah, weil die alles zittert, kann ich nicht wirklich richtig anvisieren. Ich hoffe einfach auf meine KI, dass die das hinkriegt. Aber die Panzer, die treffen auch nicht wirklich. So, die Stelle, wo ich aufpassen muss, war die Stelle, wo ein Gang nach rechts lang führt. Ah, da ist der Panzer. Nicht, dass die jetzt hier schon wieder festbacken. Ansonsten spiele ich das ganz alleine, ohne mein ganzes Team. Vielleicht sind die dran schuld, dass die sowas machen. Na, er steht da und es passiert gar nichts. Ja, und wollt ihr den Panzer mal nicht beschießen? Immerhin dreht er seinen Turm. Wenn er jetzt noch feuert, dann bin ich begeistert. Oh, die KI hat mal jemanden auf relativ lange Entfernung erledigt. Sind ja sofort abgehauen. Hier steht nämlich der Typ mit der Panzerfaust. Und den erledige ich notfalls so. Ja, da. Sah aus, ob es nur ein Streifschuss war. Ah, da ist schon ein Panzer. Wo bleiben die Panzer? Da kommen sie. Oh, das Wasser spiegelt. Immerhin. Ein paar Effekte kann das Spiel doch für sein Alter. So, jetzt fährt es mir ehrlich gesagt zu langsam. Schade, dass ich mich da drauf auf die an die MG stellen kann. Wäre doch eigentlich das naheliegendste. Naja.
sobald sein Turm dreht, heißt das auch, dass es gleich feuert. Warum hat er jetzt so einen riesen Abstand zu den anderen Panzern? Das ist auch seltsam. Nicht, dass wieder an derselben Stelle rumpackt. Falls ja, dann nehme ich wirklich einen noch mit Raketenwerfer mit. Dann erledige ich mich den ganzen Panzer alleine. Mit meiner Truppe. Dass so ein Schützenpanzer auch 2 Schuss braucht. Naja. So, wir bleiben mit unserem Team auch diesmal seitlich. Vielleicht standen wir vorhin einfach nur im Weg. Diesmal sieht es auch nicht so aus, als ob sie sich verkeilen, weil da relativ großer Abstand zwischen den Fahrzeugen ist. Der Nachteil ist, wir müssen dann wahrscheinlich hier den kompletten Scheißweg lang gehen. Da und da, dann da, aber naja, das kriegen wir auch noch hin. Jetzt bin ich gespannt, ob der jetzt schießt. Ja, sie fahren mal weiter, phänomenal. Oder auch nicht. Oder muss der andere Panzer aus nachkommen? Leute. Verarscht mich nicht. Oh nein. Er fährt munter lustig in die Wand rein. Was ist denn das für ein Bugfest? Kann ich ihn wegschieben? Nein, natürlich nicht. Oh Mann. Nehm echt ein mit einem Raketenwerfer. Einen Versuch mache ich noch, indem ich mein Team mal stehen lasse und wirklich alleine nur vorrücke.